Herzlich willkommen zum Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Dabei kann im Maskenladen in Ocarina of Time die Welt von Majora's Mask über den Glockenturm betreten werden und umgekehrt. Hierbei müssen Items der jeweils anderen Spielwelt gefunden werden, um beide Welten vor dem Untergang zu retten. Und da starten wir auch schon rein ins Game, Leute. Lange Zeit wurde es sich gewünscht, den Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer zu zocken. Hier ist er endlich. Und ich würde nochmal kurz sagen, was wir hier alles vertauscht haben. Also erstmal klar, ihr habt es jetzt schon im Intro gesehen, die Welten von Ocarina of Time und Majora's Mask. Das heißt, wir können in den verschiedenen Welten die Items der jeweils anderen Welt finden und dann müssen wir sie in der anderen Welt benutzen. Aber es gibt hier auch einen Clou, man kann hier auch Majora's Mask Items einfach so in Ocarina of Time manchmal benutzen. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, was man für ein Item findet. Alle gehen nicht, aber einige kann man wohl auch in Ocarina of Time benutzen. Dann ist es schon sehr auffällig, ich denke wir spielen als Zalia oder Zarya im Englischen. Genau, das ist aber nur im Ocarina of Time Variante. So in Majora's Mask hätten wir dann den normalen Standard Link. Das heißt, wir haben auch zwei verschiedene Aussehen, sag ich mal. Ja, alle Schatzkisten, alle Schlüssel, alle Skulltulas, alle Feen. Die Eingänge zu Dungeon wurden getauscht. Auch die Bosse müssten getauscht sein. Außerdem die freistehenden Rubine können random sein. Die Items, die man im Shop erwerben kann, sind random. Ihr hört es auch schon, die Musik ist auch random. Ich habe da eine extra Playlist runtergeladen, die jetzt quasi sich überall hier schön eingefügt hat und überall für ein bisschen Musik sorgt. Jo, das sind eigentlich so unsere Hauptaugenmerke auf die Sachen, die vertauscht wurden. Und ich würde sagen, bevor ihr jetzt hier einschlaft, legen wir mal los mit dem Randomizer. Let's go. So, und da geht's auch direkt weiter mit der Overworld von The Legend of Zelda. Ja, oben wird immer eingefügt, welches Lied aktuell gespielt wird. Hallo Zwillingsschwester, ich würde jetzt sagen, wir legen mal los, ne? Und da oben sehe ich direkt einen schönen grünen, schönen gelben Rubin. Den würde ich mir gleich mal holen. Fürs einfach halber, ich finde halt, das macht das Spiel ein bisschen entspannter, habe ich jetzt die Rubinbörse gleich mal in beiden Welten auf 999 gepackt. Das heißt, wir können eigentlich richtig schön viel Geld einsammeln. Und ich habe standardmäßig die Hasenohren. Ich liebe die Hasenohren, ist eins meiner Lieblingsitems. Und so dass wir die in Ocarina of Time und Majora's Mask verwenden können, ist das schon ziemlich nice. Denn dann sind wir einfach schnell unterwegs. Ne? Ich denke, ich hoffe, das ist für euch okay, dass ich mir die zwei Sachen hier schon mal gegönnt habe. Und jetzt würde ich sagen, checken wir mal die ganzen Häuser ab. Ah ja, okay. Das bringt mir erstmal nichts. Da müssen wir erstmal Talon finden. Und wir haben auch keine Ocarina. Ich weiß nicht, wie das ist. In Majora's Mask, brauchen wir ja eine Ocarina. Okay, das bringt mir auch nichts. Da brauche ich auch eine Ocarina. Aber die Musik ist ganz cool. Da freue ich mich. Ich hoffe, sie ist ein bisschen passender als in den anderen Zelda-Spielen, wo ich die Musik gerandomized habe. Wie gesagt, ich habe mir das nicht extra ausgesucht, wo da was hingekommen ist, die Musik, sondern das ist auch alles random. Okay, da liegt eine Fee. Aber ich hoffe, das Spiel hat die halbwegs gut gesetzt. Also die Legend of Zelda Musik finde ich hier im Kokiri-Wald eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Die gefällt mir ziemlich gut. So. Hier haben wir doch auch freistehende Rubine drin. Aber die scheint dann nicht zu randomisen, oder wie? Nö, sieht nicht so aus. So, dann haben wir hier hinten noch eins. Oh. Das Kokiri Sword von Majora's Mask? Ja, okay. Ist nicht direkt das Kokiri Sword, finde ich jetzt. Sieht er wenig different aus, I think. Ah, Kingdom Hearts auch mit drin, Alter. Jawohl. Oh Gott. Ja, ich wollte jetzt nicht ins Wasser springen. Hier direkt ins Labor rein. Okay, da liegt auf jeden Fall ein Skuldi-Symbol. Ja, die von Majora's Mask sind ja auch alle vertauscht, ne? Die Skuldi-Symbole, das ist auch so hart, ey.
Das wird so lustig. Oh Gott. Ah, ich weiß halt gar nicht, wie das jetzt ist, wenn ich dann in Majora's Mask die Zeit zurückspule. Was verliere ich dann für Items? Verliere ich überhaupt Items? Das wäre sehr interessant zu wissen. Wie gesagt, ist ja auch mein erster Combo-Randomizer, den ich spiele. Deswegen, ich bin gespannt. Oh, Shooting Gallery. Ich weiß nicht, können wir das Item jetzt schon bekommen? Wir probieren es mal, oder? Let's go. Sag mal, das als Kind ist ja sowieso relativ easy, weil es immer an der gleichen Stelle kommt. Das ist sehr... Man kann es vorhersehen, sag ich mal. Deswegen sollte das doch kein Problem sein, das in der ersten Runde zu schaffen. Jawohl. Okay, was kriegt man? Okay, direkt ein Herzteil. Aus Ocarina of Time. Jo. Das habe ich, glaube ich, nicht in der Liste, oder? Nee. Habe ich nicht in der Liste. Aber ich muss mal das Schwert eintragen, das Kokiri-Schwert. Ihr könnt übrigens auch, wenn ich jetzt hier so drauf gehe, immer sehen, was das für ein Item ist. Was ich markieren kann. Aber das Kokiri-Schwert, doch, das haben wir hier. Das kann ich hier eintragen. Genau. Ansonsten haben wir nur Geld bekommen bis jetzt. Das passt so. Herzteil kann ich nicht eintragen. Ich sehe es zumindest gerade nicht. Nö. Na, Herzteil haben wir da nicht. Nö. Okay. Alles klar, weiter geht's. Dann haben wir das hier schon mal geschafft. Müssen wir hier erstmal nicht mehr rein. Aber hier müsste es ja auch nochmal ein paar Items geben. Und wir haben 189 Rubine. Das ist für einen Start eigentlich nicht schlecht. Am Anfang viel Geld zu haben ist immer gut, weil dann kann man halt die ganzen Shops direkt abklappern. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Angst vor der Majora's Mask Welt, die wir ja über den... Okay, das bringt ja auch nichts einzusammeln. Die wir über den Bombenladen betreten können. Toll. So, was haben wir hier? Die wir über den Bombenladen betreten können. Song of Storm. Ja, das ist auch nicht schlecht. Müsste das hier sein, oder? Song of Storm, jawohl. Genau. Denn ich bin nicht der beste Majora's Mask Spieler, ne? Ich hab das alles so leicht im Hinterkopf. Aber so die, ich sag mal, den perfekten Run in einem Tag zu machen und sowas, das habe ich alles nicht so. Da bin ich nicht so drinne. Was man alles am ersten Tag machen sollte und schaffen sollte und dann die Zeit optimal nutzen, da bin ich dann eher so, ja, ich stehe jetzt mal hier rum, weil ich weiß, da kommt ein Ereignis und das kommt dann in 3 Stunden oder so. Deswegen wäre auch cool, wenn ihr mir da mal ein bisschen Unterstützung mitgebt in Majora's Mask. In Ocarina of Time kenne ich mich eigentlich ganz gut aus, denke ich. Da werde ich gut klarkommen. So, können wir denn hier irgendwas schon machen? Wir haben halt kein Schwert und nichts. Wir haben auch kein Loch, in das wir rein können, oder? Ich glaube, hier kann man nichts machen erstmal. Die Siedler. Na, wir haben halt einen Deku-Kerl da unten. Aber der kostet Geld und ich kann den, glaube ich, aktuell nicht besiegen. Hier könnte ich da auch nichts machen. Kann man hier irgendwas machen? Ich glaube erstmal nicht. Ich glaube, da bräuchte ich mindestens Bomben. Oder ein Schild oder sowas. Gut, dann würde ich sagen, wir verlassen erstmal den Kokiri-Wald. Und gehen in die Oberwelt rein. Hier müssten wir jetzt auch ein Item bekommen. Oh! Chateau Romani. Ja, das ist doch eine Flasche, oder? Majora's Mask bekommt man das ja als Flasche, wenn man... Boah, ich weiß gar nicht. Kann man kaufen, ne? Einfach so. Flasche. Ja, Majora's Mask hat mega viele Flaschen. Kann ich da was reinfüllen? Nö. Okay. Aber cool. Haben wir in Majora's Mask schon mal unsere erste Flasche? Ist auch wichtig. Super Mario Deluxe Underwater. Alles klar. Also ist es auch mega nützlich, dass wir hier mit den Hasenohren rumrennen können. Dann muss ich hier nicht im Rückwärtsgang latschen. Schön. Jo, was können wir machen? Zur Prinzessin können wir ja theoretisch auch noch nicht gehen, weil wir den Kokiri-Smaragd brauchen. Hier können wir uns nochmal Geld holen.
Oh, doch nicht. Oh Gott, verkackt. Naja. Wir schauen uns erstmal die ganzen Häuser an, würde ich sagen. Chemienbowlingbahn. Darf ich schon spielen? Nee, ne? Nee. Erst nach den Goronen, glaube ich. Vorher ist das, glaube ich, nicht möglich. Okay, was können wir hier noch machen? Was haben wir hier für Hütten? Okay, das bringt mir jetzt auch nicht so viel. Da müsste ja auch nichts verändert worden sein. Bisschen Geld. Jo, okay. Das ist auch so ein eher sinnloses Häuschen. Was haben wir denn hier? Oh, Super Smash Bros. Melee einfach. Ah, schön. Das ist die neue Ladenmusik. Hier gibt es auch ordentlich was zu holen auf jeden Fall. Bombback für Ocarina of Time. 55 Rubine, ey. Jawohl. Das nehmen wir mit. Bombback einfach. Warte mal. Aber. Ja, ne? Ja. Ja, ja, ja. Das nehme ich so, gell? Ja. Genau. Wir haben jetzt einmal die 20er. Perfekt. So, was können wir noch kaufen? Ja, das ergibt Sinn. Könnten wir kaufen. Herzcontainer, Ocarina of Time ist auch gut. Ein Silberrubin für Majora's Mask. Dann hätten wir auch Geld in Majora's Mask direkt. Hm? Alter. Ja, ist halt 100 Rubine wert und kostet nicht hier 80. Aber ich glaube, ich würde die zwei erstmal noch nehmen. Also das auf jeden Fall. Ne, ein schöner Herzcontainer. Perfekt. Kann ich hier halt nicht eintragen. Wie viele Herzcontainer? Ich sehe es zumindest nicht. Nee, nee, nee. Okay, und... Ja, komm. Oder? Oder später? Ach komm. Ich nehme es mal mit. So, und ein Skulti-Symbol für Majora's Mask. Habe ich hier auch nicht, ne? Hier habe ich die Masken. Hier habe ich die ganzen Feen. First Ocean, genau. Nö, das kann ich hier auch nicht eintragen, leider. Schade. Aber dann ist es so. Okay. Fertig. Weiter geht's. Ja, ich meine, ich kann es ja auch sehen, wenn ich dann in die einzelnen Welten reingehe. Und ich krieg's ja auch mal angezeigt, wenn ich, kann's bestimmt auch hier drin im Menü irgendwo sehen, oder? Was meint ihr? Gute Frage, nächste Frage. Okay, wir speichern mal und ja, wir könnten jetzt hier direkt die Welt von Majora's Mask drehen. Aber warum? Ne, wir können ja hier erstmal schön Items abstauben. So, was haben wir denn in der Zitadelle der Zeit? Ah, schön Final Fantasy 7. War doch 7, oder? Ja. Cool. Okay, Zitadelle der Zeit ist die Zitadelle der Zeit. Erstmal einen Schluck Kaffee, Leute, ist wichtig. Ah, das wird ein großartiges Projekt, Leute. Schreibt mir schon mal in die Kommentare, wie sehr ihr euch auf das Projekt freut. Ich glaube, das wird auch das längste Randomizer-Projekt, was wir bisher hatten, wenn es zwei Spiele vereint, oder? Ich denke schon. Ich denke schon, das wird richtig schön lang werden. Okay, was haben wir denn hier? Okay, hier ist das Herzchenhaus, alles klar. Die normalen Hütten scheinen die Super Metroid-Musik zu haben. Das ist nicht so passend, würde ich sagen, aber... Okay, hier haben wir nochmal eine große Fee drinne. Alles klar. Hier kommen wir nur in der Nacht rein. Hier kommen wir auch nur in der Nacht rein. Das heißt, hier können wir noch rein. Das ist auch dasselbe. Klar, das ist ja wegen dem Hund, ne?
Wegen dem Hund ist das immer dasselbe. Genau. Okay. Aber zur Prinzessin können wir jetzt auch noch nicht, oder? Ich glaube, die Marlon wird, glaube ich, nicht auftauchen, solange wir den Kokiri-Smaragd nicht haben. Hätte ich jetzt gesagt. Doch, die ist hier. Hallo? Okay. Das sieht ja mega crazy aus. Ja, es ist halt nicht das Hühnchen, ne? Und das ging auch schön ins Leere, das Item. So, eine Skulltee. Bomben. Obwohl, ich könnte auch einen Stein nehmen. Wahnsinn. Ich nehme einfach eine Bombe. Yo! Feen-Ocarina einfach. Geil. Und mit Song of Storm direkt. Ziemlich gut. Hier. Schön. Ich hätte gesagt. Oder? Wir haben jetzt eine Skulti. Ich mache das wieder so wie mit den Geisterseelen in Majora's Mask, oder? Ich glaube schon. Ja. Und theoretisch mit den Bomben können wir auch direkt zur großen Fee gehen. Also, da ist keine große Fee drin, aber könnten wir machen. Ich mache jetzt mal kurz Nacht und check mal noch die anderen Häuser ab, die nur in der Nacht offen sind. Und das mit dem Hund können wir gleich machen. Ich glaube, das ist dann eine ganz gute Idee, das erstmal so zu tun. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Nein? Fährt er mir jetzt hinterher? Ich habe ihn schon berührt, ne? Ah, shit. Na, egal. So, was haben wir denn hier drin? Okay, hier ist schön Kühe und so. Das Coole ist, wir können jetzt halt echt den Song of Storm spielen. Jetzt rennt er mir dauerhaft hinterher. Keine gute Idee. Okay, ich muss mal kurz sagen, dass das der Falsche ist. Müsste der Falsche sein, ne? Ja. Ah, oh, that's not my dog. So, was haben wir hier drin? Hallo? Hallo? Alles klar, Earthbound. Ah, schöne Musik. Schöne Musik haben wir hier. Okay, die jetzt, die in der Nacht, die Dinger, die sind jetzt eher nicht so zu gebrauchen, sage ich mal. So, normalerweise ist es der Hund. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt hier im Randomizer ein bisschen anders ist. Komm mal mit. Und ich weiß, beim letzten Randomizer war es halt irgendwie außerhalb so ein Hund, ne? Vom Eingang her. Da, wo das mit den Krügen normalerweise ist, die Hütte. Okay, perfekt. Richard! Ah, nur ein Rubin. Majora's Mask auch, okay. Ein Majora's Mask Rubin. So, dann haben wir hinten noch eine Hütte. Die können wir nochmal auschecken. Und dann hätte ich gesagt, gehen wir mal dahin, wo die große Fee wäre, weil da können wir halt, wie gesagt, den Felsen wegsprengen direkt. Okay. Magic Upgrade Ocarina of Time. Okay, die Gypto-Maske. Die kostet viel. Das ist auch nice. Okay, das ist schon sehr teuer alles. Also das nehme ich auf jeden Fall mit. Weil da können wir direkt zu einem erhöhten... Ah ne, warte mal. Ne, das ist Swamp. Es ist halt die Sache, bleibt das dann bestehen? Oder muss ich das jedes Mal neu kaufen? Muss mal ausprobieren. Okay, Magic Upgrade. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Let's go. Aber wir brauchen erst Magic. Vorher geht das nicht, ne? So, und dann den hier. Let's go. Ne, wir kriegen direkt Magie. Geil. Schön. Nö, mehr brauchen wir nicht. Okay, also wir haben das Upgrade von der Magie.
Zack. Beziehungsweise, wir haben jetzt erstmal nur Magie. Und wir haben die Urkunde hiervon. Genau. Perfekt. Sehr gut für die erste Folge, Leute. Ich würde sagen, wir gehen noch schnell mal vorbei bei der Fee. Und dann beende ich auch den Part. Würde warten, bis wieder Tag ist. Und weil hier können wir eh erstmal nicht mehr machen. Doch, wir haben direkt Song of Storm. Theoretisch können wir was machen. Theoretisch können wir hinten noch weiter gehen und mit dem Song of Storm nochmal was spielen. Könnten wir tun. Aber wir haben halt nur Bomben als Waffe aktuell. Ist halt sehr kostspielig, sag ich mal. Und ich habe gerade kein Geld. Weil ich gerade fett einkaufen wäre. Okay, hier ist direkt eine Feenquelle drin tatsächlich. Aber ich habe den Song nicht. Schade. Okay, aber wir haben schon drei Feenquellen. Das ist ziemlich gut. Sobald wir den richtigen Song haben, geht's los. Da geht's richtig los. Ich würde sagen, wir gucken dann mal kurz bei Majora's Mask rein im nächsten Part. Und gucken mal, ob wir da vielleicht schon mal ein paar Items abstauben können. Ich glaube, ist ein Plan, oder? Ansonsten, wir können halt noch nach Kakariko gehen, Lon Lon Farm. Bisschen was kann man schon noch machen. Aber ich spiele jetzt hier erstmal den Song of Storm und er enthülle ein schönes Loch. Ich hoffe es zumindest. Jo. Rein da. So, was haben wir hier? Schön Pokémon, Alter. Hey, da, ich bin in Majora's Mask drinne. Was? Alles klar. Ich bin einfach direkt in Majora's Mask reingefluppt. Was ist denn das für ein Ding? Ah, ich weiß, was das ist. Oh Gott. Da musst du beobachten, wie hier der Deku landet vom, wenn du den Glockenturm beobachtest, musst du beobachten, wie der Deku da landet. Und dann ist da der Deku und der verkauft dir normalerweise ein Herzteil. Irgendwie so war das, ne? Ach du Scheiße. Das ist hier so am Arsch der Welt. Okay, wir lassen uns noch mal kurz catchen. Hey. Nehme ich mal mit. Und dann würde ich sagen, im nächsten Part geht's weiter, Leute. Wir können da mal direkt bei Majora's Mask reinschauen, würde ich sagen. Und ja, dann noch Kakariko und sowas unsicher machen. Ich frage mich halt wirklich, was passiert, wenn die Zeit in Majora's Mask abläuft. Ja, dann ist Game Over. Aber was ist, wenn wir die Zeit zurückspulen? Was passiert dann? Theoretisch bräuchten wir erstmal eine Ocarina und den richtigen Song in Majora's Mask, bevor wir da richtig agieren können. Aber naja. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schreibt mir gerne einen Kommentar, wie ihr das neue Projekt findet. Ob ihr richtig Bock darauf habt, mit mir hier die beiden Welten zu retten. Und ja, lasst ein Like da. Und falls ihr es noch nicht habt, ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.